Führerschein mit Sicherheit. Willkommen bei der Fahrschule Kreiter. Seit 60 Jahren setzen wir Trends in Sachen Führerschein, Weiterbildung und Verkehrssicherheit. Wir bilden alle Führerscheinklassen aus, ohne Wenn und Aber. Gerne auch mit AZWV-Bildungsgutschein. Vom Mofa bis zum Berufskraftfahrer, bei uns sind Sie richtig. Profitieren auch Sie von unserem hauseigenen Verkehrsübungspark auf 12.000 Quadratmetern geschützter Trainingsfläche. Wir freuen uns auf Ihren Besuch und informieren Sie gern unverbindlich über unsere Leistungen. Kreiter bringt Sie weiter. Ihre persönliche Fahrschule in Siegburg, St. Augustin und Loma. Tauschaktion. Frischen Apfelsaft für frische Äpfel. Obst gegen Saft lautete das Motto der biologischen Station im Rhein-Sieg-Kreis e.V. An einem regnerischen Freitag in Altorf ließen sich im Oktober die Jungs aus dem FÖJ, dem Freiwilligen Ökologischen Jahr, nicht abschrecken. Fleißig luden sie das Obst der Äpfelsammler aus dem Kreisgebiet ab und füllten die bereitgestellten Container. Auch Geschäftsführer Dieter Steinwarz von der biologischen Station freute sich über die rege Anteilnahme und kennt den Sinn und Zweck der Aktion. Ja, wir machen hier eine Sammlung, eine öffentliche Sammlung von Obst und das ist ausschließlich von Streuobstwiesen und das machen wir, um diese Streuobstwiesen zu erhalten. Und der Grund ist einfach der, wenn Menschen für ihr Obst was bekommen, in dem Fall Saft, dann setzen sie nicht die Kettensäge an und fällen nicht die Obstbäume weg. Das heißt, es ist einfach ein Beitrag dazu, hier die Streuobstwiesen im Rhein-Sieg-Kreis zu erhalten. Und Streuobstwiesen sind halt sehr wichtig für unsere Kulturlandschaft, sind historisch sehr wichtig, sind aber auch für die Natur sehr wichtig, weil es artenreiche Lebensräume sind. Es kamen viele Bürger mit ihren Autos voller Äpfel, manche sogar mit Anhänger. Für 100 Kilogramm Äpfel gab es 10 Liter Apfelsaft. So mancher Obstsammler kam sogar mehrmals. Neben dem guten Zweck zum Erhalt der Streuobstwiesen gibt es noch einen weiteren Vorteil für die Obstbäume. Durch das Pflücken der Äpfel können die Bäume in der nächsten Saison noch mehr Früchte tragen. Aber wieso müssen es unbedingt Äpfel sein? Auch auf diese Frage hat Dieter Steinwarz eine Antwort. Äpfel sind einfach hier das häufigste Obst im Rhein-Sieg-Kreis und wir können das gut zu Saft verarbeiten. Wir haben da mit den Bad Tönninger Fruchtsäften einen Vertrag und wir bringen das Obst dann dahin und dann wird dann von diesem Obst, das wir hier sammeln, wird Saft gemacht von den Streuobstwiesen hier im Rhein-Sieg-Kreis und das wird dann vermarktet. Es füllten sich Container um Container mit Äpfeln. Eine gute Bilanz für 2 Tage Sammeln.